Stille Nacht. Marie sang mit ihrer älteren Schwester zusammen das Weihnachtslied und sie fühlte sich einem Engel gleich, wie sie da stand mit ihren langen, lockigen, blonden Haar und dem weißen Kleid, das Mutter ihr nur zu besonderen Anlässen zu tragen erlaubte. Dies war ein besonderer Anlass, es war der heilige Abend und die ganze Familie hatte sich daheim unter den riesigen Christbaum versammelt. Papa und Caroline hatten den ganzen Morgen damit verbracht, ihn festlich zu schmücken, die Kerzen zu verteilen und das ganze Haus in weihnachtliches Lametta zu hüllen. Überall brannten kleine Lichter und der Duft von Keksen lag in der Luft, im Ofen brutzelte der Braten und unter dem Christbaum stand die Krippe, in der das Jesuskind bereits geboren und geborgen lag. Alles war perfekt und stolz, sangen die Mädchen alle drei Strophen von Stille Nacht, über das sich besonders ihre Urgroßmutter Gerda freute. Es war einem Wunder gleich, dass sie das Weihnachtsfest noch mit ihnen feiern konnte, war sie nun noch schon fast 100 Jahre alt und sehr gebrechlich. Doch sie hatte die Kraft gefunden, heute Abend noch bei ihnen zu sein, und die ganze Familie war anwesend und glücklich. Nach dem Gesang und einem selbstgeschriebenen Gedicht von Cousin Magdalena wurde das Weihnachtsmahl aufgetischt. Es gab ganz traditionell einen Gänsebraten, dazu Kartoffelknödel und Rotkraut mit Apfelmus. Tradition wurde in dieser Familie sehr groß geschrieben. Nach dem Essen verschwanden die Kinder aus dem Wohnzimmer, steckten in Carolines Zimmer die Köpfe zusammen und warteten gespannt darauf, dass das Glöckchen aus dem Wohnzimmer erklang. Wenn sein Klingen das Haus erfüllen würde, so mussten die Mädchen, würden sich unter den großen Tannenbaum in Gold und Silber verpackt die Geschenke stapeln. Und dann gab's die Bescherung. Caroline freute sich wie ein Honigkuchenpferd über die Schreibmaschine, die sie sich so sehr vom Christkind gewünscht hatte, liebte es sie doch, ihre Gedanken zu Papier zu bringen und wunderschöne Geschichten zu schreiben. Auch Mary war sehr glücklich über ihre Geschenke, ein echtes Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel, ein großer Stoffhund von Steif, den sie Bernd getauft hatte, und ein großer Teller voll mit ihren geliebten Nougat. Nur über das Geschenk ihrer Urgroßmutter Gerda konnte sie sich nicht so richtig freuen. Aus ihrem Paket kam eine alte Puppe zum Vorschein, eine von diesen, die aussahen wie echte Kleinkinder, nur mit dünneren Gliedmaßen und den Frisuren ihrer Großmutter. Sie war aus Porzellan und hatte das gleiche goldblonde Haar wie Marie selbst. Dazu trug sie ein weißes Kleid mit Spitze. Handgemacht, hatte Gerda stolz verkündet und daraufhin so stark gehustet, dass Mutter sie zu Bett gebracht hatte. Alles in allem kein schönes Geschenk für ein Kind in Marys Alter. Sie fand sie eher gruselig und schob sie weit unter den Tannenbaum. Dieses Ding würde sie bestimmt nicht mit ins Bett nehmen. Stattdessen widmete sie sich lieber ihrem neuen Stoffhündchen Bernd, aß all das Nougat von ihrem Weihnachtsteller und sah ihrer Schwester beim eifrigen Tippen über die Schulter. Und weil sie selbst noch nicht lesen konnte, bat sie Caroline, ihr die geschriebenen Wörter vorzulesen. Es war eine Weihnachtsgeschichte. In der Geschichte fiel Schnee am Weihnachtsabend. Hoffentlich bekommen wir auch noch Schnee, verkündete Mary gehend, als sie es zu Bett ging. Ganz bestimmt, lächelte ihre Mutter, zog ihr die Decke bis zum Hals hoch und hockte auch Bernd sorgfältig zu. Dann löschte sie das Licht. Schlaf gut, mein kleiner Weihnachtsengel. Und sie schlief bald ein. Das Mädchen schreckte hoch aus dem tiefen Schlaf. Es kam ihr so vor, als hätte sie die Augen gerade erst geschlossen. Da riss sie sie wieder auf und blickte verschlafen und mit erwachenden Entsetzen in das Gesicht der Porzellanpuppe, die sie so arglos unter den Tannenbaum hatte liegen lassen. Wieso war sie hier, in ihrem Bett? Gänsehaut erfasste das Mädchen und ihr stieg Angst empor. Die Puppe sah sie direkt an, aber wie konnte eine Puppe, ein liebloses Ding, sie so denn ansehen? Warum liebst du mich nicht? Der Mund der Puppe bewegte sich nicht, doch die Stimme kam eindeutig von ihr, aus ihr heraus, hallte noch in ihren hohlen Körper nach. Die Augen des Spielzeugs füllten sich mit absurd wirklichen Tränen und Hass. Hass stach aus ihnen heraus, genau in das Herz des Mädchens. Warum liebst du mich nicht? Das Kind schrie so laut, dass ihre Schwester im Nachbarzimmer erwachte und herübergerannt kam. Sie schlug die Tür auf und wollte nach ihrer Schwester sehen, die aufrecht in ihrem Bett saß, in den Armen die alte Porzellanpuppe von Uroma Gerda, die am heiligen Abend das noch so ungeliebte Geschenk gewesen war.
Ich, stammelte das Mädchen aus ihrem Bett und blickte zur Tür, sah ihre Schwestern und sprang auf. Dabei warf sie die Puppe weit von sich und sie landete am Fußende ihres Bettes zwischen den Kuscheltieren. Hilf mir, die Puppe. Sie sagt, sie soll mich lieben. Ich soll sie lieben. Das junge Mädchen warf ihre Arme um die Taille ihrer älteren Schwester, die einen Seufzer vernehmen ließ und die jüngere an sich nahm. Du hast schlecht geträumt, Mary, sagte sie. Sie nahm sie hoch und brachte sie zurück in ihr Bett, deckte sie zu. Das liegt an den ganzen Süßigkeiten, die du gegessen hast. Da schläft man manchmal schlecht. Jetzt mach die Augen wieder zu. Ich bin hier und passe auf dich auf, versprochen. Mary nickte verunsichert. Sie war sich doch noch nicht so sicher, dass die Puppe wirklich mit ihr gesprochen hatte. Ihre Stimme hatte so grausam wirklich geklungen in ihrem Kopf. Aber jetzt war vom Fußende des Bettes nichts mehr zu hören und die Erklärung von Caroline klang doch plausibel. Sie hatte wirklich viel zu viel von dem Nougat gegessen. Am Ende war ihr richtig schlecht geworden. Sie schloss die Augen und ließ sich von ihrer Schwester übers Haar streicheln. Und bald lullte Schlaf ihren Körper wieder ein und sie ließ sich von ihm in die Traumwelt treiben. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wach, sang eine Stimme in ihren Ohr, als Mary ihre blauen Kinderaugen wieder öffnete. Licht durchflutete den Raum, die Sonne war bereits aufgegangen und reflektierte den Schnee, der vor ihrem Fenster den Rasen im Garten bedeckte. Oh, entwich dem Mädchen und es setzte sich auf, erfreut über den Anblick der weißen Pracht draußen vor ihrem Fenster. Jemand hatte die Vorhänge beiseite gezogen, damit sie es sehen konnte, das Weiß, das die Bäume, Büsche und das Gras bedeckte. Sie streckte sich und schwang die Beine aus dem Bett, tapste mit nackten Füßen über den Holzfußboden, übersah dabei die blutroten Tropfen auf ihrem Weg hin zum Fenster und presste das Gesicht gegen die Scheibe. Ihr Atem beschlug das Glas und ihr Blick wanderte über die glitzernde weiße Landschaft. Die Scheibe war eiskalt an ihrem heißen Gesicht, auf ihrer heißen, lebendigen Haut. Nur das traute, hochheilige Paar, tote Schwester mit lockigen Haar, säuselte die Stimme hinter ihr weiter. Es war die Stimme, die sie sich auch aus dem Schlaf geweckt hatte, mit dem Weihnachtslied, das sie am Abend zusammen mit ihrer Schwester unter dem Baum für die Verwandtschaft gesungen hatte. Doch es war nicht die Stimme ihrer Schwester, die da sang. Marys Glieder versteiften sich und sie drehte langsam den Kopf zu ihrem Bett. Dort auf ihrem Kopfkissen mit den hübschen Rosenmuster saß die Porzellanpuppe, die fröhlich mit dem Kopf wackelte. Ein erstickter Schrei brach aus ihrer Kehle hervor und Übelkeit breitete sich in ihr aus. Sie war wieder da. Schlaf in himmlischer Ruhe, endete die Puppe. Ihre Augen fixierten Mary, ließen sie nicht entkommen, diese leeren, stechenden Glasaugen. Das vormals weiße Kleid der sorgfältig verarbeiteten Porzellanpuppe hatte einen dunkelroten Saum und kleine Tropfen von etwas, das wie Blut hätte aussehen können, bedeckte ihre kalte, weiße Haut aus Porzellan. »Du liebst mich doch, oder, Mary?« Sie legte den Kopf schief und streckte die Arme aus, als wollte sie sie kuscheln. »Du liebst mich doch, oder? Jetzt, wo du niemand anderen mehr da ist, den du lieben kannst.«